Setzen Sie uns daher, dass die Füße hochlagern, gell? Das war so furchtbar. Da. Du trink ein Glas Champagner. Das ist gut für den Kreislauf. Ja, der Kreislauf freut sich. Und, ja, meine Damen und Herren, vielleicht schalten wir es überhaupt alle mal einen Gang runter. Schauen wir, dass wir ein bisschen zur Besinnung kommen, dass wir zur Besinnlichkeit finden. Stellen wir uns doch, wenn wir da schon ein bisschen unterbrechen, die Frage, was ist das überhaupt für ein Fest, das da vor der Tür steht? Was feiern wir eigentlich alle am 24. Dezember wirklich? Ja, ich glaube, es ist wirklich Zeit, dass wir uns wieder darauf zurückbesinnen, was soll dieser 24. Dezember überhaupt? Am 24. Dezember feiern wir die Geburt des Erlösers, okay? Ja, und heuer ein besonderer Anlass, wir schreiben immerhin das Jahr 65 nach seiner Geburt. Am 24. Dezember 1946 erblickte Erwin Bröll. In Radlbrunn das Licht der Welt und umgekehrt. Ja. Meine Damen und Herren, wir sind sonst wirklich nicht so für Home-Stories zu haben, aber in diesem Fall möchten wir Sie doch gerne mal an unserer persönlichen Art, dieses Fest zu begehen, ein bisschen teilhaben lassen. Ja. Und da sitzen wir drei ganz traditionell und besinnlich zusammen und lesen aus der Frohen Botschaft. Aus der Erwin-Bröll-Biografie von Edelfeder Helmut Aganstara. Und dieses Buch ist was ganz Besonderes. Das ist eines jener seltenen Bücher, die man, egal wo man es aufschlägt, immer dieselbe Reaktion evoziert. Staunen. Wer ist denn heuer dran als Erster? Ich glaube, der Robert fängt an. Gell? In seiner persönlichen Präsenz ist Landeshauptmann Erwin Bröll unerreicht. Die Gravität eines Planeten namens Bröll. Erwin Bröll ist unprätentiös, überirdisch fleißig und ein Seiltänzer zwischen rechter und linker Gehirnhälfte. Aber wunderschön wird es erst dann, wenn er zu uns spricht. Ja, aber bitte, da tun wir vielleicht dieses grelle Licht ein bisschen weg. Ja? Ja, vielleicht zünde ich das Kerzenlicht. Ja, bitte. Mach bitte. Ich glaube, und der Kranz ist total verdreht. Ach so? Ja. Ach so, ja, um Gottes Willen. Schau. So. Seid ihr bereit? Geht schon, Flo, ja. Bitte. Ich beobachte gern per Feldstecher von der Terrassentür aus die Vogelwelt. Besonders hat es mir ein schöner Buntspecht angetan. Er hat sich bei uns eingenistet und macht Freude. Allerdings nicht nur. Auch er erinnert an den Beruf. Ein bisschen ärgert mich, wie dieser bunte Vogel die schwarzen Amseln verjagt. Wort des lebendigen Erwin. Wir singen den Umschlag. Erwin Bröll zum Glück gewinnt immer die Zuversicht. Helmut Aganstra als Evangelist, eine Torpedelfeder ist. Lese staunend das Buch.
leset euch staunend das Buch. Wir geben einander ein Zeichen des Friedens.